ich bin der Magnus Pester, bin Elektroausbilder hier bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und bin hier zuständig für die Aus- und Weiterbildung für Elektro. Solltet ihr euch für eine Ausbildung im Elektrohandwerk interessieren, diese dauert circa 3,5 Jahre. Mit den gewissen Grundvoraussetzungen, besonders guter Schulabschluss, kann man sogar noch verkürzen. Dann startet ihr im ersten Lehrjahr mit ca. 640 Euro Ausbildungsvergütung im Monat und im letzten Lehrjahr würdet ihr bei ca. 850 Euro liegen. In der Elektrotechnik gibt es viele Spezialisierungen. Von der Kleinstelektronik, was im Mobiltelefon häufig anzufinden ist, über die Autoindustrie, wo ja doch eine Menge Elektronik schon noch drin ist, bis über die Gebäudeinstallation, wo viel Programmierarbeit auch drin steckt, bis hin zu den Energieversorgern, die mit den großen Kabeln quer durchs Land ziehen und dort die Energieversorgung sichern. Alles, was sichtbar ist, ist berührbar und berührbar wollen wir nicht sagen. Mhm. Ja? Grundvoraussetzung für diesen Berufsbereich ist praktisch mindestens Hauptschulabschluss, kann auch natürlich mit Realschule und Gymnasium auch betätigt werden. Ja, was kann ich nach der Ausbildung alles realisieren mit meiner Ausbildung? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über Zweitwege meinen Techniker nachzumachen nach der Ausbildung und die Möglichkeit, meinen Meister nachzuholen und die Möglichkeit, meine Ingenieursposition einzuholen. Grundvoraussetzung für diesen Beruf wäre interessant Mathekenntnisse, physikalische Kenntnisse, handwerkliches Geschick. In diesem Beruf wärst du genau der Richtige. Wenn du eine technische Voraussetzung, Spaß an diesem Beruf hast und technische Zusammenhänge zusammenstellen kannst. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk stehen euch sämtliche Türen offen. Elektro wird in allen Bereichen heutzutage benötigt und gebraucht. Egal ob in Deutschland oder weltweit. Mit Elektro ist Raumfahrt, Schifffahrt, Autoindustrie alles möglich.